Warum rasten so viele Hunde an der Leine aus? Dafür gibt es ganz viele Gründe und eigentlich ist es total verrückt, wenn man mal überlegt, was wir Menschen alles mit den Hunden machen und uns dann wundern, dass sie in die Leine springen. Die meisten von euch fragen sich dann immer, warum macht denn das jetzt mein Hund? Ist er vielleicht unsicher? Ist er aggressiv? Hat er Angst? Aber lasst dir gesagt sein, es ist egal. Es ist völlig egal, welche Motivation dein Hund jetzt hat, in die Leine zu springen. Das tut einfach nichts zur Sache. Das hilft dir nicht weiter. Vielmehr musst du dir mal ein paar andere Fragen stellen und da werden wir jetzt mal genauer drauf eingehen. Als allererstes solltest du dich mal fragen, wen du da eigentlich an der Leine hast, wen du die ganze Zeit so durch die Gegend führst. Wer ist eigentlich dein Hund? Wie alt ist er? Ist er ein Welpe? Ist er ein Junghund? Ist er ein erwachsener Hund? Oder ist er schon ein bisschen älter? Der hormonelle Status? Ist er gerade eher in der Pubertät zum Beispiel? Läufigkeit? Was passiert denn gerade so alles im Leben deines Hundes? Wie sieht das Ganze aus? Und natürlich auch rassegenetische Eigenschaften. Hast du eher einen Hund, der sehr sozial motiviert ist, einen Jäger oder einen, der aus dem territorialen Bereich kommt, wie zum Beispiel Herdenschutzhunde? Das muss man erstmal auf dem Schirm haben, um zu verstehen, warum mein Hund an der Leine ausrastet und was er genau für ein Problem haben könnte. Zweiter Punkt, was hat dein Hund denn überhaupt für Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht? Eher positive oder eher negative? Warst du zum Beispiel mit ihm in der Welpengruppe und hast ihn da schön spielen lassen, in der Junghundgruppe? Ach, sie sollen ja schön sozialisiert werden, sie sollen doch Hundekontakt haben. Oder guten Tag sagen an der Leine, nach wie vor ein Klassiker. Lässt du das Ganze zu? Lässt du deinen Hund permanent mit anderen Hunden in Kontakt treten, miteinander spielen, weil das tun sie in Wirklichkeit nicht. Lässt du das Ganze zu? Aus Hundesicht ist das totaler Irrsinn, das ist total Wahnsinn, wenn man sich das Ganze mal überlegt, ja. Rein aus menschlicher Sicht, wenn ich jetzt irgendwo spazieren gehe und da kommt mir ein Jogger entgegen, dann gehe ich auch nicht auf den Jogger zu und sage, hey, wer bist denn du? Und ach, hier erstmal kennenlernen und sich mit dem beschäftigen müssen. Dann würde der Jogger auch sagen, sag mal, hey, bist du nicht mal ganz glatt? Was soll denn das? Das würde natürlich voll nerven. Dafür sind die Hunde überhaupt nicht gemacht. Das ist nicht deren Natur, dass ich einfach rausgehe und andere Hunde treffe, willkürlich, wahllos und damit dann die Hunde umeinander fetzen lasse und sie da völlig frei, sage ich mal, kommunizieren lasse. Das bedeutet natürlich ziemlich viel Stress für deinen Hund. Und auf der einen Seite kann es bedeuten, er hat gelernt, hey, Hunde sind Spiel, Spaß, Spannung, ja super. Und wenn er dann mal nicht hin darf, dann hat er an der Leine natürlich Frust. Logisch. Und der Frust muss dann irgendwo hin, also springt er in die Leine. Auf der anderen Seite kann dein Hund aber auch gelernt haben, hey, andere Hunde sind voll doof, die mobben mich immer und dann wird wieder unbequem, jetzt der Stress schon wieder. Ach, jetzt muss ich mich mit denen schon wieder auseinandersetzen. Oh, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Und hier, auch da kann es deswegen passieren, dass der Hund in die Leine springt, weil er einfach den anderen Hund auf Abstand halten möchte, aber der Besitzer das einfach nicht begreift. Das ist ganz wichtig. Nächster Punkt, dein Hund hat es einfach gelernt, weil er das schon ganz oft so gemacht hat und damit auch Erfolg hatte. Ja, er konnte damit Distanz herstellen und hat damit seine ganze Energie, konnte alles rauslassen. Ja, und da ist es auch völlig unerheblich, ob du das Ganze jetzt verstanden hast. Er hat es einfach gelernt. Punkt. Und wenn er es gelernt hat, dann spult er das immer wieder ab. Vierter Punkt ist die Population. Und das bedeutet, dass es viel zu viele Hunde da draußen gibt. Heute hat gefühlt fast jeder zweite, dritte Mensch einen Hund. Und klar, die begegnen sich natürlich dann immer wieder auf der Straße, dann hat der Nachbar noch einen Hund und dafür sind die Hunde einfach nicht gemacht, so nah und so dicht, so eng aneinander zu leben.
in der sozialen Gruppe. Ja, aber nicht, dass die soziale Gruppe so nah an der anderen sozialen Gruppe dran ist, dass man ständig Berührungspunkte hat. Und das ist eher so gegen die Natur und spielt natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ich jetzt irgendwo in einem Gebiet wohne, wo ganz viele andere Hunde um mich herum sind, begünstigt das natürlich auch wieder die Leinenaggression. So, jetzt kommen wir zum letzten und wichtigsten Punkt und der bist du. Denn es ist wichtig, wie du in der Fremdhundebegegnung reagierst, was du tust, was du da machst, Leine kürzer rannehmen oder hör auf damit, auf einmal anfangen mit deinem Hund zu reden, Spielzeug auspacken, Bockwurst hinwerfen, ihn ablenken, positiv umlenken. All diese Sachen spielen hier mit rein. Und merkt dein Hund natürlich, dass du es überhaupt nicht im Griff hast, weil du machst mal das, du machst mal jenes, jetzt bewegst du dich so, jetzt redest du auf einmal ganz viel, du versuchst ständig irgendwelche Strategien, mit denen du die Leinenaggression in den Griff bekommen kannst. Und genau hier haben wir schon den Teufelskreis, denn je mehr verschiedene Sachen du probierst, desto schlimmer wird das Ganze, nämlich weil du für deinen Hund immer irgendwie anders bist und du machst jetzt da ein Thema auf und dann weiß er auch nicht so richtig und dann sind wir wieder in diesem Bereich hier. Er hat es einfach gelernt und spult das Ganze dann wieder ab, weil es hat in der Vergangenheit ja auch funktioniert. So, warum sollte er denn auf dich achten, wenn du auf einmal ganz komisch wirst, ganz komische Sachen machst und dich völlig anders verhältst wie sonst im Alltag? Das kann ja nicht funktionieren. Also vergiss Klicker, Rütteldose, Wasserflasche und was weiß ich nicht alles, Bockwurst, Werfen, Spielzeug. Vergiss den ganzen Quatsch, sondern mach dir mal hier wirklich Gedanken drüber und schreib dir das Ganze, ganz wichtig, schreib dir das unbedingt mal auf. Denn nur so kriegst du hier eine gewisse Objektivität rein und siehst genau, was du abstellen musst, wo du genau dran arbeiten musst. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann melde dich bei www.matteo-lüderitz.de. Dann quatschen wir hier mal gemeinsam drüber und gucken, welche Lösung ganz individuell für dich die beste ist und gehen da mal richtig das Problem an der Wurzel an. Das war's von mir. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Euer Matteo.